Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir spielen einen wunderschönen Simulator, und zwar den in der freien Natur rumlaufen Simulator, auch genannt Gardens Palace. Wir starten das Spiel, das brauchen wir nicht, und wir sind bereits hier, haben unsere Zelte bereits aufgeschlagen in dieser wunderschönen Naturlandschaft und es ist Sommer, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern nicht. Okay, man kann nicht alles verlangen. Vielleicht spielen wir auch einen Taubencamper. Was liegt denn da? Was liegt denn da? Das habe ich aber eben noch nicht gesehen. Kann es sein, dass wir das Spiel im Feuer beginnen? Wir stehen direkt zu Beginn des Spiels im Feuer. Okay, also wir spielen einen Inder wahrscheinlich, der durchs Feuer gehen kann. Einen Taubeninder, der nichts hört. Okay, aber schöne Bäume hier. Und sie bewegen sich. Nicht alle, aber manche. Der bewegt sich. Der bewegt sich. Oh, ist das malerisch. An diesem wunderschönen, heißen Sommertag barfüßig durch das satte Grün zu stapfen, das ist doch eine Wohltat. Raus aus der überhitzten Stadt. Das satte Grün vor uns, weit und breit, keine Menschenseele. Ist das nicht hübsch? Mich irritiert nur, dass sich hier manche Büsche bewegen und manche nicht. Gut, das ist die sogenannte starre Pappel hier. Die hat keinen Bock. Die mag nicht. Dafür hier die super, super zipper bibber Pappel, die bibber Pappel. Die bewegt sich. Es ist so hübsch. Es ist so hübsch hier. Und was ist das? Waren das Außerirdische, die das hier hingestellt haben? Das macht mich ein bisschen verwirrt. Oh! Es ist, glaube ich, wirklich von Außerirdischen. Eben ist doch noch unsichtbar. Und es sind zwei böse Katzenaugen, die mich beobachten. Plötzlich ist es nicht mehr so malerisch. Plötzlich habe ich ein bisschen Angst, dass mich hier irgendwas packen könnte. Oh mein Gott! Das ist ein schöner Baum. Kann ich auch hochklettern? Hep! Hey, springen kann ich, aber ich kann auch durch die Bäume gehen. Und da ist eine Bank. Da setze ich mich mal hin als taubstummer, blinder Inder. Ne, blind bin ich ja nicht. Ich kann ja was sehen. Ich bin ein stummer Inder. Ein blinder Inder bin ich nicht. Noch nicht. Blinder Inder. Und wir gehen weiter durch diese wunderschöne Landschaft. Wo könnte das sein? Ich finde diese... Ja, diese Gewächse hier alle sehr durcheinander gewirbelt. Es könnte Südfrankreich sein, Saint-Tropez. Ein wunderschönes Gebiet. Hier blüht der wilde Flieder, an dem wir schon mal geschnüffelt haben. Seitdem sind wir so komisch, wie wir jetzt sind. Und ich höre in der Ferne Musik. Das Spiel hat Soundausgabe. Ich bin völlig begeistert. Nach 3-4 Minuten fällt dem Spiel mal ein, dass man auch ein bisschen Audio abspielen könnte. Und hier eine Bank hinzustellen unter diesem wunderschönen Baum, es ist... Dieses Spiel ist eine Symbiose. Wer das entwickelt hat, also meinen tiefen Respekt, das ist... Was muss man da noch raus in die Natur gehen? Bleibt zu Hause in der Bude hocken. Wenn euch nach einem Spaziergang ist, dann holt euch diesen wunderschönen... Simulator, Gardens Palace und hier das Asterix, das gallische Dorf. Und jetzt wird's sehr gechillt, was die Musik betrifft. Okay, hier sind auch bewusstseinserweiternde Pilze. Kann ich die essen? Oh, hier wird gegrillt! Ein Nackensteak für den Herrn Daddel, bitte. Was steht hier auf dem Zelt? Dream Death Gedönse. Kann ich Ihnen das Zelt und die Mädels ihre Räucherkerzen ausblasen? Nee, keine drin. Bin ich enttäuscht. Oh, ist das herrlich. Wir verlassen das gallische Dorf und begeben uns auf diesen Berg und erklimmen ihn, Naja, wir erspringen ihn eher. Okay, wir sind ein tauber Inder, der nicht mehr die stärksten Beine hat und nicht mehr diesen Berg hochkommt.
aber er kann immerhin durchs Feuer gehen, ne? Okay, komm, schaffe! Jawohl, super, wir sind oben. Und jetzt schaut euch doch mal dieses grandiose Panorama an. Das ist ein Simulator, auf den die Welt gewartet hat. Endlich gibt es ihn. Den Natursimulator. Da dachte ich mir, es gibt so viele sinnlose Simulatoren. Den auf den Buswarte-Simulator. Ach, was weiß ich. Den Krankenzimmer-Simulator. Den Schneckensimulator, den Supermarktsimulator, den Mars-Simulator. Braucht man doch alles nicht. Das ist der beste von allen. Ich bin geringfügig geflasht, Leute. Da oben sehe ich etwas Rauch. Aber sind das... Nein, das ist kein Rauch. Das sind Wolken, Herr Dadde. Wolken. Wolken, die um mein Gehirn kreisen und mich alles vergessen lassen. Warum bin ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Ich hätte jetzt gern Schokosoße mit Vanilleeis. Aber das gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Gras und Flieder. Was wunderschöne Pflanzen. Werdet ihr jetzt fragen, bekommt dem Herrn Dattel die Hitze nicht so? Es scheint so. Heute an diesem Tag hier in Darmstadt stolze 37 Grad und diese Temperatur verdreht auch das Dattelsche Hirn um Haaresbreite. Geringfügige Fehlleitungen meiner Aussprache, die ihr aber schon gewöhnt seid. Aber egal, was brauchen wir das alles, um diese... Na, wenn wir diese schöne Natur genießen können. Es ist herrlich. Manche werden fragen, hat der Herr Dattel was getrunken? Ich verweigere die Aussage. Ist das schön. Ist das herrlich hier. Okay. Es fährt ein Krankenwagen vorbei. Der war hier unten. Denn meine Begleitung, die Schrapnella Furunkli, hat gerade einen Hitzekollaps erlitten. Das kann uns egal sein. Wir stapfen weiter durch diese malerische Natur. Ich könnte das jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden weitermachen. Das längste Let's Play der YouTube-Geschichte starten. Denn dieses Spiel endet nicht. Es geht immer weiter. Es gibt keine Levelgrenzen in diesem fantastischen Simulator. Wir laufen und laufen, soweit uns unsere Tappelfüßchen tragen. Ach ja. Na gut. Allmählich, ein Biergarten wäre dann doch schon mal schön jetzt. Hier könnte man doch einen Biergarten einrichten. Das wäre doch der absolute Bringer. Also ich wäre auf jeden Fall Stammgast. Wahrscheinlich auch der Einzige, weil hier ist ja außer mir sonst keine Sau. Ah, dieser Flieder. Ich bin völlig geflasht von diesem Flieder. Das ist der sogenannte Fliederflash. Ah, Freunde. Wunderschön, wunderschöner Himmel. Ein schönes Schlussbild. Wenn ihr euch diesen Simulator holen wollt, und ich bin sicher, ihr wollt ihn alle haben, dann... Guckt einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung und wandelt auch bei Scheißwetter durch die schönsten Naturidyllen, die man sich vorstellen kann. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich kühle mich jetzt etwas, damit ich wieder halbwegs normal werde für das nächste Let's Play. Bis dann, macht's gut. Ciao.